Hallo Leute, ich bin Sankt Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 SC Freiburg Karriere. Und heute haben wir folgende Spiele: Wir werden jetzt Heim gegen Hertha simulieren, dann gegen Piast, keine Ahnung wie die heißen, in der Europa League simulieren. Da werde ich beide Spiele simulieren, weil ich denke, da werden wir weiterkommen. Dann Hoffenheim simulieren, Hannover simulieren, Bremen simulieren, Bayern spielen und dann nochmal Mainz simulieren. Wir sind jetzt aber schon beim ersten Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Da gehen wir direkt mal in die Schnellsimulation rein. Mit so einem Unentschieden wäre ich schon zufrieden, aber natürlich hat auch Berlin sehr viel Geld, aber wir spielen Unentschieden 0-0. Bei uns wird nur Berisha ausgewechselt für eingewechselt für Baumgartner und Piatek für Arnautovic, sonst ist gar nichts passiert. Dann sehen wir auch Nico Schlotterbeck, der andere Bruder von Kevin Schlotterbeck, hat uns verlassen für 2,85 Millionen, geht er zu La Spezia. Dann sehen wir auch Justus Ziegler hat uns zum FC Millwall verlassen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf unser Geld. Wir haben jetzt glaube ich um die 50 Millionen, genau 53 Millionen. Wir könnten auch mal anfangen jetzt Spieler zu kaufen. Frage ist welchen? Ich möchte mir eigentlich noch Maximiano holen, aber dann wahrscheinlich auch erst, wenn sich Max Flecken verkauft. Der lässt sich aber irgendwie nicht verkaufen. Dann möchte ich auf jeden Fall Joshua Wagnermann holen für die Rechtsverteidigung, weil da haben wir eben keinen. Wenn sich halt Schmied verkauft, dann entweder Dest oder Bogel. Mal schauen, was wir für Joshua Wagnermann zahlen müssten. Cagliari akzeptiert 5,5 Millionen. Das sind 1,2 Millionen mehr wie der Marktwert. Würde ich sagen, machen wir mit ihm erstmal eine Dealfix. Halt 9.600 Einstiegsbonus, 90.000. Er möchte sogar 10.500 Rotationsspieler. 5 Jahre, keine Freigabesumme. Und damit haben wir unseren zweiten Spieler, wenn ich richtig liege. Ja, genau, nach Martin Wanderwort. Ein Ersatzspieler, den nächsten Ersatzspieler mit Joshua Wagnermann. Sein Marktwert ist sogar geblieben. Dann schauen wir nochmal ganz kurz drauf. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen ZDM-Spieler. Da wäre Su oder ein Mittelfeldspieler. Einen Innenverteidiger bräuchten wir da auch. Und da würde eigentlich nur Alessandro Bastoni gehen, der jetzt auch gar nicht so teuer wäre. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rein, mal schauen, was wir Bastoni zahlen müssten. 22 Millionen akzeptiert Antonio Conte für Alessandro Bastoni. Würde ich sagen, machen wir auch mit ihm erstmal eine Dealfix. 41.000 Gehalt, Einstiegsbonus 370.000. Er akzeptiert es 5 Jahre. Keine Freigabesumme. Schlüsselspieler und damit haben wir unseren dritten Spieler mit Alessandro Bastoni. Sein Marktwert ist um 6 Millionen runtergegangen. Na, da wundert mich das ja auch nicht, dass wir nur so wenig zahlen mussten. Jetzt haben wir noch einen Ersatzstürmer, den wir brauchen. Da möchte ich gerne Karim Adeyemi holen. Mal schauen, was wir für ihn zahlen müssten. Für Karim Adeyemi müssten wir 6,2 Millionen Euro zahlen. Würde ich sagen, machen wir auch erstmal mit ihm den Deal fix. Ein Einstiegsbonus von 260.000, ein Gehalt von 27.500 akzeptiert er. Und damit haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal unseren vierten und vorzeitig letzten Spieler mit Karim Adeyemi. Sein Marktwert ist, glaube ich, gestiegen um 500.000, wenn ich recht weiß. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die ganzen Spieler hier rein. Bastoni darf natürlich rein für Dominik Heinz. Der darf dann auf die Bank. Dann da muss Wagnermann leider noch draußen bleiben. Adeyemi, oh, wir haben ja auch noch Nils Petersen. Stimmt, den müssen wir auch noch verkaufen irgendwann. Aber Berisha darf hier erstmal Stamm spielen. Und dann sieht doch das erstmal gut aus. Dann sind wir in der Playoff-Runde gegen Piast. Ich hatte schon recht, dass sie so heißen, aber ich habe echt keine Ahnung, woher die kommen. Gehen wir mal direkt in die Schnellsimulation rein. Ich kenne eigentlich gar keinen Spieler von denen, brauche ich gar nicht raten. Aber so wie die Namen aussahen, können sie wahrscheinlich aus Polen kommen. Wir gewinnen mit 3:0. Baumgartner, Berisha und Baumgartner trifft sogar doppelt. Und ich denke, damit sollten wir auch weiterkommen. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim. Wir haben ja im ersten Spiel gegen Hertha ein Unentschieden gespielt. Hier wäre ich mir eigentlich mit dem Unentschieden auch schon zufrieden. Und wir gewinnen damit 1-0 rein. Grafenberg in der 71. Spielminute mit einem Siegtreffer. Es könnte sein, dass ich damit noch auf die Fresse fliege in der Europa League. Ich werde aber das komplette Team jetzt einmal durchtauschen, dass wir in der B11 reinstarten, weil ich denke nicht, dass wir auch mit dem Team 4-0 gegen Piast verlieren werden daheim. Wenn, da würde ich mich schon wirklich wundern. Es kann natürlich alles passieren, weil wir jetzt nicht mehr die beste Mannschaft oder die bessere Mannschaft haben. Wenn wir verlieren, ist nicht schlimm. Wir verlieren 2-1. Stanek und Ciro treffen. Bei uns trifft Marvin. Damit ziehen wir trotzdem weiter. Nächstes Spiel gegen Hannover. Wir haben uns 2 Spiele, 4 Punkte. Was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Gut, gegen Hertha waren wir das Unentschieden okay. Gegen Hoffenheim haben wir sogar gewonnen. Hier spielen wir nur 1-1. Mohamed trifft bei Hannover. Und bei uns trifft Rhein Grafenberg. Wir haben jetzt nur noch eine Stunde auf der Uhr. Und wir haben jetzt gesehen, dass Manuel Gulde uns nochmal verkauft hat. Endlich. 2,75 haben sie dann akzeptiert. Wir haben jetzt auch 20 Millionen, aber Problem ist, damit kann ich mir keinen leisten. Sumaré läuft halt der Vertrag aus, vielleicht kann ich so um die 20 Millionen bieten, vielleicht könnten die das halt dann annehmen, aber ich hätte halt diesen Maximiano so ungemein gerne gehabt, aber da haben wir es halt mit 20 Millionen plus Flecken versucht, das haben sie direkt angenommen und deswegen wäre das viel zu viel gewesen, ne?
Aber ansonsten hätten wir halt noch Yatsiki, der ist aber viel zu teuer. Giorena könnte halt vielleicht gehen, hat aber nur eine 76. Probier es einfach mal bei Bubakari Sumare. Und 20,5 Millionen reichen sofort, würde ich sagen, machen wir mit ihm erstmal eine Dealfix. Er bekommt einen Einstiegsbonus von 210.000, ein Gehalt von 24.500, keine Freigabesumme, Schlüsselspieler 5 Jahre. Und damit haben wir, denke ich, den letzten Spieler auch im Bunde mit Bubakari Sumare. Sein Marktwert ist sogar gestiegen, weil eben halt sein Vertrag ausgelaufen wäre. War halt eben so günstig und damit haben wir jetzt auch nochmal einen besseren ZM-Spieler, wobei halt Ryan Grafenberg halt wirklich ein gutes Potenzial hat, aber dafür packen wir dann Chong direkt raus hier für Sumarien. Schaut euch mal diesen Kader an, hier will ich noch Kammerbauer, Roth, Busch, Schulz, Bukalfa, Borello, Petersen verkaufen und halt auch noch Itter und Chong wahrscheinlich auch noch, aber die lassen sich gerade alle nicht verkaufen, das ist das Problem. Sumare ist halt jetzt kein ZM-Spieler. Ich guck mal, wie lange das dauern würde als ZM. Wenn nicht, werde ich halt die Formation ändern. 5 Wochen dauert es, um ihn als zentraler Mittelfeldspieler umzuformen. Dann werden wir das auch machen. Dann sind wir beim Spiel gegen Werder Bremen hier heim. Beim 4. Spieltag gehen wir auch mal direkt rein in die Schnellsimulation. Hier wäre ich mit dem Unentschieden auch wieder zufrieden. Es sind halt Mannschaften, die wirklich besser sind. Das sieht man dann auch. Bittencourt im Doppelpack und Möwald trifft. Und damit verlieren wir mit 0:3 gegen Bremen. Wir sehen, dass wir beim Spiel hier gegen Leicester City sind, weil wir eben jetzt in der Europa League sind, da haben wir nur ein Spiel gebraucht. Und deswegen werde ich jetzt hier noch in dieser Folge das Spiel gegen Leicester spielen, dann Bayern, Mainz und Last Linz nochmal simulieren. Ich denke auch, wir werden hier mit dem besten Team reinstarten in das Spiel gegen Leicester City. Wir schauen nochmal ganz kurz das Team von Leicester an, mit was die hier reinstarten. Mit Schmeichelntor, Justin, Balbuena, Zagadou, Evans und Kappa in der Abwehr, breit in die Mittelfeld, Texera, Jovic, Perez. Vorne ist natürlich schon wieder ein anderer Gradmesser wie in der Bundesliga. Würde ich sagen, starten wir hier rein. Der Schiri zeigt es an, eine Minute Nachspielzeit, er pfeift ab und wir spielen hier gegen Leicester City 0-0, es ist überhaupt nichts passiert. Dann sind wir beim Spiel gegen Bayern München, hier am 5. Spieltag gehen wir direkt rein, ich denke nicht, dass wir hier Großes holen werden. Hauptsache keine hohe Niederlage verlieren, 2:1, Lewandowski trifft doppelt und bei uns habe ich es letztes leider nicht mehr gesehen, ich kann noch nicht mehr hochgehen. Vorletztes Spiel gegen Freiburg, wir sind jetzt mittlerweile wieder auf dem Weg zum Abstieg. Das Spiel müssen wir jetzt unbedingt gewinnen, sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir gewinnen mit 1-0. Santa Maria trifft in der 26. Spielminute. Zweites Spiel in der Europa League. Last Linz hat gegen Stade Rennes verloren. Deswegen sind die jetzt auch Erster mit 3 Punkten. Wir haben ja gegen Leicester City unentschieden gespielt. Wir schauen mal das Team an. Da kennt man, oder kenne ich zum einen Randl, Raguz kenne ich, Wiesinger und Schlager im Tor. Müssen wir einfach mal schauen, unsere Spieler sind da deutlich, denke ich mal, besser, aber im Karrieremodus jetzt vor allem FIFA 21 kann alles passieren und wir gewinnen damit 1:2, Gruber trifft, bei uns treffen Van Bergen und Baumgartner. Und da wir gegen Leicester City 0-0 gespielt haben und zu wenig Torszenen oder Allgemeinszenen gab, werde ich nochmal schnell das Spiel gegen Stuttgart hier mitnehmen und das dann auch das letzte Spiel, das Spiel nochmal 0:0. Schmid und Anton kriegen eine gelbe Karte, sonst ist wieder nichts passiert. Und dann sind wir auch beim Spiel gegen Leverkusen, gleichzeitig ist auch das dann das Ende der Folge. Ich hoffe, euch wie immer hat die Folge gefallen. Wenn das der Fall ist, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's mit mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.